Das 2:0 in Meuselwitz war der erste Auswärtssieg von Lichtenberg und der erste Sieg von Trainer Rudi Raab dazu. Babelsbergs Markus Ziesche kommt mit einem bemerkenswerten Auswärtssieg bei dem Aufstiegskandidaten VSG Altglienicke. Die Partie im Zoschke-Stadion gut besucht, zum vierten Mal über 1000 Zuschauer. Lichtenberg startet schwungvoll mit Niklas Kaus, vorbei an Sitan. Zentral Georgios Labrousis. Der letzte Verein des 20-Jährigen, der SV Babelsberg. Siebenmal ist er aufgelaufen für die 03er. Riesenchance für Labrousis. Er ist Linksverteidiger, trifft den Ball nicht sauber. Aber hoffnungsvoller Auftakt für Rudi Raab. Beim 2:2-Hinspiel war noch Murat Tick Trainer der 47er. Sechste Minute, Ecke Babelsberg. Wilton springt am Ball vorbei und Endualo mit dem rechten Oberschenkel. Rudolf Endualo, der gebürtige Brandenburger. 6 Tore schon. Nur eins weniger als Zisches Top-Torjäger Daniel Frahn. Halbe Stunde um. Langer Ball auf Kaus. Torschütze im Hinspiel. Marcel Rausch ohne Ballkontrolle. Die hat Gagpeto. Und Luis Klatte stürmt los auf den Schiedsrichter Patrick Kluge. In der Tat, Kaus spielt den Ball mit der Hand. Hätte Gagpeto sein 8. Saisontor erzielt, der Babelsberger Zorn wäre noch größer gewesen. 0:0 zur Pause. Die Spieler hatten, genau wie Rudi Raab, mit heftigen Windböen zu kämpfen. Irgendwann war er drin im Ärmel seiner Jacke. 58. Minute. Babelsberg mit Rausch. Im Doppelpass mit Çakmak. Gänzel. Ein Tor, ein Assist in dieser Saison. Findet keinen Abnehmer für seine scharfe Eingabe. Daniel Frahn hätten 2 Schritte gefehlt. Frahns Pendant auf der Gegenseite ist Efraim Koku Gagpeto. Steht in der Luft. Aber Luis Klatte aufmerksam. Klasse, Junge! 62. Minute. Matthias Steinborn, Torschütze bei der VSG Altglienicke. Rausch, Leon Bürger. Steinborn, wieder Rausch. Der hat viel Platz zum Flanken. Endualo und Frahn, 0:1. Genau so ist er, Daniel Frahn. Sein Torriecher, legendär. 8 Saisontreffer. Altglienickes Usan hat 11. Frahn hat den Kampf um die Torjägerkrone noch lange nicht aufgegeben. Starke Flanke von Rausch. Starker Kopfball von Endualo. Aber der entscheidende Impuls kommt von Daniel Frahn. Reiniger und Wollert können nicht mehr eingreifen. Babelsberg hatte eine lange Ergebniskrise. Jetzt lockt der 2. Auswärtssieg in Folge, der 4. insgesamt. 40 Kilometer sind es vom Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg bis ins Hans-Zoschke in Berlin-Lichtenberg. Die Fahrt ist jeden Meter wert. Jetzt erstmal freuen wir uns erstmal über den Sieg und wir werden immer fleißig arbeiten. Das ist sowieso unsere Art und Weise. Aber wir haben jetzt erstmal, die Jungs haben jetzt erstmal 2 Tage frei, haben sich auch verdient nach der englischen Woche. Und dann stellen wir uns darauf ein, dass wir einen ähnlichen Gegner, mit ähnlichen Biss, nächste Woche gegen Meuselwitz, dass wir den auch noch mal bekommen. Denn Babelsberg siegt tatsächlich zum 4. Mal auswärts. In Meuselwitz geht's weiter. Die Lichtenberger um Trainer Rudi Raab können den Auswärtssieg in Meuselwitz nicht veredeln. Babelsberg dagegen zurück in der Erfolgsspur.